Heute sind wir ein bisschen unterwegs mit unserem Strudengauer Lebensbauer-Team und schauen uns an, Alter See. Warum? Wir, wie man das sieht, sind da kurz vorm Stollen. Das werden wir uns jetzt gleich einmal reinmarschieren. Weit rein jetzt da, haben wir gehört. Das lassen wir uns überraschen. Und wir wollen jetzt genau wissen, wo jetzt eigentlich unser Bergkern so jetzt herkommt, mit dem wir schon viele, viele Jahre arbeiten. Und da lassen wir uns jetzt überraschen, weil wir sind ganz neugierig und die Oberschl sind schon gespannt. Und natürlich, die Stirnlampen ist eingeschaltet. Die Claudia betreut uns schon viele Jahre mit unserem Bergkern Salz. Und heute haben wir Führung. Wir sind schon recht neugierig. Genau. Was werden wir da sehen? Ja, ich möchte euch einfach einmal sagen oder zeigen, wo das Salz zu Hause ist. Ja? Und ihr könnt euch mit eigenen Augen anschauen, was wir mit dem Salz machen, wie wir das Salz aus dem Berg gewinnen und damit ihr auch die Botschaft ein bisschen an eure Gäste und eure Kunden mit rausnehmen könnt und euch ihnen genau erklären könnt, wie kriegen wir das aus dem Berg und warum das so gut ist und warum das so besonders ist. Was glaubst du, was wir da sehen werden? Salz. Liebste Kerstin, mein LO, Lebensoptimierer, was hast du heute vor? Ja, mal anschauen, wo unser Bergkernsalz herkommt, wie das hergestellt wird und ja, was so passiert im Berg. Das interessiert mich sehr. Die Frieda ist ja schon viele Jahre ein Endkonsument von meinem Natursalz, das ich von da immer habe. Du machst ja auch Kräutersalz. Was hast du jetzt heute mitgenommen aus dem Stollen? Ja, für mich war es hochinteressant, der ganze Abbau, wie das Salz da gewonnen wird, wie es mit der Hand noch sortiert wird und natürlich, dass wir so viele wunderbare Elemente in uns aufnehmen können, dass Gesundheit mit dem Salz unheimlich gefördert werden kann. In den Speisen und was wir auch gehört haben, in den Bädern. Das werden wir in Zukunft noch ein bisschen forcieren. Am lässigsten war die Rutscherei wahrscheinlich. Ja. Ja, genau. Hochinteressant, ich muss sagen, für die Dauer, was wir da drinnen waren, als es hätte ruhig nur ein wenig länger sein können. Was meinst du? Ja, für mich war der Abbau das Interessante, dass es gequetscht worden ist und wie es runtergebaut wird mit dem Bagger. Das also, sieht man, sieht man nicht wieder. Ich war schon einmal in einem Bergwerk, aber dadurch, dass wir den aktiven Bau gesehen haben, war das ein Hammer für mich. Also das Klopf, Klopf, Klopf. Und also keine Platzangst, nichts? Nein, gar nicht. Und wir haben Kilometer gemacht, sage ich jetzt einmal, aber das hat sich ausgezahlt. Im Kurhaus arbeitet ihr auch schon ganz lang mit Natursalz. Warum? Ja, weil die Natur uns einfach das alles zur Verfügung steht, was da wächst und was auch da abgebaut wird. Und das hat mich wieder total fasziniert von der Natürlichkeit, was die Natur uns da zur Verfügung steht. Also wir haben es nicht nur im Blut, sondern auch im Hirn. Genau, so ist es. Alles klar. Und deswegen ja. Nehmen wir es. Ja, genau.